Einen wunderschönen Freitag ab 1, heute am letzten Freitag im Oktober 2011. Ich bin nachdenklich, sehr nachdenklich, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob die CDU jetzt besonders schlau oder besonders dämlich war bei dem, was sie gestern getan hat. Wir haben ja letztes Wochenende Parteitag gehabt in Erfurt, neues Programm beschlossen, jetzt hier vorwärts zum Sozialismus, geht ab. Und die CDU hat das jetzt also so interpretiert, dass das voll gefährlich für Deutschland ist und wollte darüber dann im Plenum des Deutschen Bundestages reden, hat eine Aktuelle Stunde einberufen zu den Dingen, die in unserem Programm stehen. Allen Ernstes, die haben beantragt, dass über unser Programm in der besten Zeit, Debattenzeit des Bundestages diskutiert wird. Ich meine, schön für uns, aber merken die es nicht? Kriegen die nicht mehr mit, wo der Hase läuft oder sowas? Also ich glaube, dass zurzeit andere Sachen noch wichtiger sind als das Programm der Linken. Aber na gut. Andere interessante Sache gestern war Haushaltsausschuss, Beratung zum Einzelplan 6 des Innenministers. Habe ich dem Friedrich nochmal gesagt, ich finde es nicht richtig, dass der Staat Software kauft, die dazu da ist, in die Freiheitsrechte von Menschen einzugreifen. Also hier Staatstrojaner, Bundestrojaner, wie auch immer man das nennen will. Schnüffelsoftware, hätte man früher gesagt. Und da sagt der, naja, wir hatten ja keinen Grund daran zu zweifeln, dass das sachgerecht eingesetzt wird und deswegen haben wir das auch nicht so genau geprüft. Ja, das finde ich echt ein starkes Stück. Da kauft man Schnüffelsoftware und weiß nicht, was die kann. Man greift in die Freiheitsrechte der Menschen ein, ohne zu wissen, was man tut. Das ist nicht in Ordnung. Das ist auch keine Bagatelle. Also, das ist ein echter Hammer. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihn interessiert hat. Aber na gut, wir fragen da weiter nach. Und eine andere Nummer hat mich gestern auch mal ganz doll bewegt. Der Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat uns erklärt, Bundeswehr an Schulen ist super. Weil wir sind ja eine Armee des Volkes mit der Bundeswehr und da ist das auch normal, wenn man dann an Schulen dafür wirbt, bei der Bundeswehr Dienst zu tun. Ich finde das nicht normal. Ich finde, die Bundeswehr hat an Schulen gar nichts zu suchen. Schulen sollen ein Ort des Friedens sein. Und die Bundeswehr ist keine Armee des Friedens mehr. Also die Älteren werden sich erinnern, die Bundeswehr war mal nur für Landesverteidigung gedacht. Inzwischen führt sie Krieg und Krieg hat an Schulen nichts zu suchen. Nun denn, es wäre Zeit für eine Reformation. Montag ist Reformationstag. Das heißt, in Berlin wird gearbeitet, in Rostock ist frei und deswegen fahre ich heute Abend nach Hause, nach Rostock, damit ich Montag frei habe. Ich wünsche eine schöne Woche.